hat sich unsere politische Geschäftsführerin nochmal ja, ein bisschen was aufgeschrieben und möchte noch zu uns sprechen. Ja, moin. Mein Name ist Katharina Nokun und ich bin wegen den klassischen Themen zu den Piraten gekommen. Ich engagiere mich seit 2007 gegen Vorratsdatenspeicherung, weil ich damals dachte, es ist unfassbar, dass in einer Demokratie ernsthaft darüber gesprochen werden kann, dass verdachtsunabhängig alle unsere Verbindungsdaten, wo wir sind, unsere Standortdaten, einfach so von dem Staat erfasst werden und das für 6 Monate. Und diese Debatte ist immer noch nicht vom Tisch. Liebe Frau Merkel und Mr. Obama, ich glaube, wir müssen dringend reden. Denn ich habe in der letzten Woche die Zeitung aufgeschlagen und ich dachte ja so ein bisschen, dass sich vielleicht was ändern wird. Und jetzt ist dieser große Skandal, jetzt ist die Öffentlichkeit da, die Leute wachen auf und denken sich, hey, die Regierung muss was ändern und Frau Merkel reagiert. Normalerweise reagiert sie ja manchmal. Die Reaktion war ernüchternd, die Reaktion war so bitter. Denn es wurde gesagt, ja, Prism, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Mit den richtigen Sicherheitsmechanismen, bla bla, wäre das ja eigentlich alles in Ordnung. Und ja, die Krönung setzt dann kurze Zeit später Innenminister Friedrich auf. Der sagt, ja, ein Prism finden wir klasse, ist toll. Weil wir profitieren ja mit unseren deutschen Geheimdiensten von den Daten, die da abgegriffen werden. Das heißt, er hat ganz klar und deutlich öffentlich zugegeben, dass er sich an illegalen Daten bedient und diese für inländische Verfolgung von Menschen nutzt. Und das ist ein Skandal, das ist ein Rechtsbruch, den er offen so in der Zeitung zugegeben hat. Ja, ich habe gesagt, das wäre die Krönung, aber die absolute Krönung, die hat nochmal ein Vertreter der Polizei losgelassen. Anke hat es ja schon mal erwähnt. Da wurde tatsächlich gesagt, wir brauchen ein deutsches Prism. Ja, das kann ja wohl nicht angehen. Und bei solchen Fragen, bei solchen Aussagen frage ich mich manchmal, was ist da falsch gelaufen bei den Leuten? Was haben die eigentlich nicht kapiert? Aber ich befürchte, ich kenne die Antwort, denn ich bin in den Zeiten des internationalen Terrorismus aufgewachsen, wie viele von euch. Ich war 14, 2001, als das World Trade Center eingestürzt ist und diese Endlosschleife, der immer wieder in die Türme schießenden Flugzeuge hat sich so tief in mein Gehirn eingebrannt und die ist so tief auch in unserer öffentlichen Debatte drin. Wir haben mittlerweile Antiterrorgesetze, Antiterrordateien, Antiterroreinheiten, Antiterrorexperten, Antiterrorkoordinierungszentren und so weiter und so fort, ja? Und ich fühle mich kein Stück sicherer, ich fühle mich verdammt unsicher in so einer Demokratie und ich habe mir letztens auch mal einen neuen Perso machen lassen und einen neuen Pass und in meinem Pass sind jetzt Fingerabdrücke, ja, früher wurden Fingerabdrücke nur von Menschen genommen, die verdächtigt werden eines Verbrechens. Jetzt habe ich sogar ein biometrisches Passfoto gratis mit dazu, naja, gratis ist nicht, ich habe es selbst bezahlt, ich habe es meiner Freundin gezeigt. Sie meinte, du siehst aus wie ein Terrorist da drauf. Und ich glaube, das ist der Punkt. Denn der internationale Terrorismus ist mittlerweile leider fester Bestandteil der öffentlichen Debatte. Nicht nur, wenn wir über Gesetze reden, sondern auch, wenn wir über Migrationspolitik reden. Und wenn wir Kriege beschließen, wenn wir Kriege unterstützen, dann ist immer im Hinterkopf dieses internationale Terrorismus. Wir müssen das tun. Wir müssen als Gesellschaft jetzt handeln. Und da frage ich mich, wie sieht das in der Praxis aus? So aus der Bürgerrechtsbewegung habe ich da ein paar bittere Erfahrungen sammeln dürfen, wie das in der Praxis aussieht, wenn eine Demokratie zum sogenannten Krieg gegen den Terror aufruft. Ein Beispiel. Letztes Jahr hat der niedersächsische Innenminister bzw. der Verfassungsschutz so eine Broschüre rausgegeben, wo dazu aufgerufen wurde, Menschen zu denunzieren, die sich verdächtig benehmen. In der Broschüre wurde beschrieben, was für Merkmale angeblich sich radikalisierende muslimische Jugendliche aufweisen. Darunter, und jetzt kommt's, waren ungewöhnliche Essgewohnheiten, Launigkeit und ein komischer Klamottenstil. Das ist mein vollkommener Ernst, das stand da drin. Meines Verständnisses trifft so eine Beschreibung auf 90% der Jugendlichen zu. Und da wird aufgerufen, diese Leute anzuschwärzen. Ich war 2009, 2010 Referentin für Datenschutz bei der Studierendenvertretung der Uni Münster. Und dort haben wir das mit dem Whistleblowing gemacht, denn in der Zeit nach dem 11. September kam irgendwann die Idee auf bei diversen Landes- und Bundesregierungen, ja, wir können ja jetzt mal so einen Gesinnungstest machen. Dann können wir die Leute einfach fragen, bist du ein Terrorist? Und die kreuzen dann bestimmt an, ja, ich bin es. So. Dieser Gesinnungstest war nicht öffentlich zugänglich. Wir haben den einfach geleakt, wir haben den ins Netz gestellt, daraufhin haben wir Anrufe bekommen
von Menschen, die sich ausgegeben haben als Mitarbeiter des Innenministeriums. Unser erster Vorsitzender hat dann natürlich gesagt, naja, da könnte ja jeder anrufen. Natürlich nehme ich das nicht vom Netz. Ich brauche das erstmal schriftlich und dann ist es erstmal da geblieben. Aber der Punkt ist, in diesem Ding standen echt Fragen drin, die waren unterhalb jeder Gürtellinie jeglicher Menschenwürde. Da wurde gefragt, haben Sie jemals mit ausländischen Geheimdiensten zusammengearbeitet? Haben Sie einen Terrorkampf besucht? Haben Sie eine Sprengausbildung gemacht? Und diese Fragen mussten ganz viele Leute einfach nur beantworten, weil sie eine bestimmte Religion haben, weil sie eine bestimmte Herkunft haben. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr wissen wollt, wie der sogenannte Kampf gegen den internationalen Terrorismus in der Praxis aussieht, fragt einfach mal Leute mit einem Bart, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben als ihr, an einem Bahnhof mit einem großen Gepäckstück und fragt, wie oft die eigentlich in den letzten Jahren kontrolliert wurden. Das ist Racial Profiling, was da stattfindet. Und in der Praxis sehe ich einfach, dass dieser sogenannte Kampf gegen den internationalen Terrorismus verdammt oft rassistische Kackscheiße ist. Ja, aber da sagt man sich ja meistens so als normaler Bürger, ja, das betrifft mich ja erstmal nicht und deshalb brauche ich mir keine Sorgen machen. Nein, das stimmt nicht. Überwachung wird immer an denen ausprobiert, die sich nicht wehren können, an Minderheiten, an Leuten, die keine Lobby haben. Und genau deshalb müssen wir uns hinter diese Leute stellen und sie schützen und verhindern, dass Gesetze dazu aufrufen, bestimmte Menschengruppen systematisch auszuforschen und unter Generalverdacht zu stellen. Ja, aber das mit dem betrifft uns nicht alle, das stimmt ja mittlerweile nicht mehr, das war vielleicht der Stand von lange, lange her. Mittlerweile betrifft es uns tatsächlich alle. Der Bundesnachrichtendienst liest ja so circa 20% des internationalen, also des Internetverkehrs mit, der rastert den und schaut, ob E-Mails drin sind und in diesen E-Mails guckt er nach bestimmten Schlüsselbegriffen. Und das ist ein Unding, denn diese Technologie, die dort eingesetzt wird, das muss man sich mal vor Augen halten, unterscheidet sich in absolut gar nichts von dem, was in anderen Staaten, wie beispielsweise in China, in Syrien oder im Iran eingesetzt wird, um das Netz zu kontrollieren und Opposition zu unterdrücken. Ja, und gerade die NSA hat ja beteuert, liebe Leute in den USA, ihr braucht euch überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Das betrifft ja gar nicht US-Bürger. Das betrifft ja nur alle anderen Menschen auf der Welt, die keinen US-Pass haben, beziehungsweise nur wenn diese untereinander kommunizieren. Es betrifft den ausländischen Datenverkehr. Liebe Innenminister aller Länder der Welt, global, auch Präsidenten, Bundeskanzler und so weiter und so fort. Das Internet funktioniert nicht innerhalb von nationalen Grenzen. Ich kann in Kreuzberg sitzen und jemanden in Neukölln eine Mail schreiben und die kann trotzdem um den halben Weltball gehen und ist deshalb internationale Kommunikation. Und wenn uns jemand versucht zu erklären, ja, das sind ja die anderen, das ist nicht ihr, es sind immer die anderen in jedem Land und deshalb sind wir alle betroffen. Ja, ein großartiger Vorschlag kam auch aus den Reihen diverser Parteien in den letzten Wochen. Ja, wir brauchen dann einfach ein deutsches Google und damit ist die Sache erledigt. Und wir haben dann einfach ein deutsches Facebook und damit hat sich die Sache erledigt. Wenn man aber so ein bisschen die Debatte um Überwachung auf EU-Ebene verfolgt, weiß man, dass dort längst dran gearbeitet wird, dieselben Abhörschnittstellen zu etablieren. Auf EU-Ebene wird gerade an der Standardisierung gearbeitet für so eine Abhörschnittstelle, die wird dann alles betreffen, Facebook, Cloud, also alle EU-Cloud-Daten und dann macht es auch überhaupt gar keinen Unterschied, in welchem Land wir die Daten bunkern, wir sind nirgendwo sicher und das macht mir verdammt nochmal Angst. Ja, und das Problem ist, dass die Wunschliste unserer lieben Innenminister verdammt lang geworden ist über die Jahre und verdammt viel ist leider schon durch. Das heißt, bei vielen Sachen haben wir einfach gepennt, wir haben verloren. Aber es ist noch lange kein Grund aufzugeben. Im nächsten Jahr, ganz konkret in diesem Jahr, geht es um die Vorratsdatenspeicherung. Nach der Wahl, egal wer dann in der Regierung ist, wird dann nochmal darüber entschieden, ob wir verdachtsunabhängig unsere Bevölkerung rastern wollen. Und ich befürchte, ich habe wirklich Schiss davor, dass es dann durchkommt. Und selbst wenn dort jemand sitzt, der vielleicht sagt, so nee, möchte ich eigentlich gar nicht, wird dann das Argument genommen, ja, dann kriegt ihr eine Strafzahlung von der EU, weil das ist ja ein EU-Gesetz. Also bitte, Unrecht bleibt Unrecht, selbst wenn es
juristisch gesehen recht ist. Und ich würde mir lieber meine rechte Hand abhaken, als bei der Vorratsdatenspeicherung mit Ja zu stimmen. Andere Sache. Wir haben diverse Austauschabkommen bereits mit den USA. Wir tauschen mit den USA Bankdaten, SWIFT. Wir tauschen mit den USA auch Fluggastdaten schon seit längerem. Und da wurde gesagt, ja, das betrifft ja nur die, die in die USA fliegen und die Leute, die vielleicht eh so ein bisschen verdächtig sind, Randgruppen. Ihr kennt ja die Argumente. Ja, und jetzt ist die Debatte da. In der Europäischen Union diskutieren sie tatsächlich darüber, ob sie die Fluggastdaten von allen innereuropäischen Flügen einfach verdachtsunabhängig sammeln wollen und für mindestens 5 Jahre in irgendeinem IT-Bunker einbunkern wollen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir einmal die Tür offen lassen, ist der Fuß in der Tür drin. Deshalb muss man grundsätzlich sagen, bestimmte Maßnahmen gehen nicht, egal mit welchen Sicherheitsvorkehrungen, egal mit welchen Einschränkungen. Denn die Erfahrung hat einfach immer wieder gezeigt, diese Einschränkungen werden beim nächsten größeren Event oder was weiß ich, werden die einfach wieder umgekippt beim nächsten Möglichkeitsfenster. Da ist der Innenminister wieder da und der ist im Fernsehen und ruft, hey, wir brauchen das unbedingt. Und der Terrorismus. Und dann haben wir den Salat. Und weil es einfach jedes Mal so ist, weil wir jedes Mal gesagt haben, okay, mit den Einschränkungen ist es vielleicht noch in Ordnung. Deshalb sind wir an diesem Punkt, wo wir angekommen sind. Das Produkt ist Prison. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verlieren wir einfach unsere Demokratie. Ich habe in der Schulzeit mal gelernt, dass es so etwas wie das Trennungsgebot gibt zwischen Geheimdiensten und Polizei. Wenn ich mir aber die Gesetze der letzten Jahre angucke, dann denke ich, dass mein Schulwissen komplett veraltet ist. Denn es gibt mittlerweile so viele Datentransfers, gemeinsame Datenbanken, gemeinsame Kooperationszentren zwischen Verfassungsschutz, zwischen BND und zwischen BKA und zwischen der Polizei, dass dieses Trennungsgebot einfach nur noch Makulatur ist. Wir haben einfach die Lehren aus der Nazi-Zeit, die wir eigentlich gezogen haben und die auch in unserem Grundgesetz verbrieft sind, die haben wir einfach wieder umgeschmissen, für nichts. Wir haben unsere Hausaufgaben aus der Stasi-Zeit nicht gemacht. Ja, wie sieht der Kampf gegen den internationalen Terrorismus aus? Wir hatten mal so etwas wie eine Unschuldsvermutung. Die gilt nicht mehr. Wenn verdachtsunabhängig Menschen gerastert werden, wenn verdachtsunabhängig geguckt wird, wer sich vielleicht falsch verhält, wer mit wem falsch kommuniziert, vielleicht am falschen Standort ist, das alles gilt nicht mehr. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder sogar gehört, dass auch deutsche Minister offen sich für Folter aussprechen, um Geständnisse abzupressen. Wir haben in den USA nach wie vor Guantanamo. Und ganz ehrlich, ich würde unter diesen Umständen keinen Häftling der Welt an die USA ausliefern, wenn dort noch die Todesstrafe ist. Ja. Und ich finde es Hohn, wenn Vertreter von Regierungsparteien sich zu Gedenkkundgebungen der Opfer der Stasi-Zeit begeben und gleichzeitig für so etwas wie Vorratsdatenspeicherung stimmen. Das ist blanker Hohn, denn die Vorratsdatenspeicherung ist nicht mehr als der feuchte Traum jedes Stasi-Offiziers. Ja, man denkt ja manchmal, ist es nicht alles schlecht, denn inzwischen wird ja sogar über ein Embargo geredet für Überwachungssoftware. Hey, das ist doch eigentlich eine gute Sache, würde ich sofort unterschreiben, würde ich sofort für abstimmen. Der kleine Haken daran ist aber, dass nicht darüber gesprochen wird, dass dieselben Dinge, die wir nicht in andere Staaten exportieren wollen, hier eingesetzt werden. Wir haben nach wie vor die Debatte um den Staatstrojaner und andere Geschichten. Wir haben hier die Situation, dass der Bundesnachrichtendienst Technologien nutzt, die andere Unrechtsregime nutzen, um ihre Opposition zu unterdrücken. Und da muss man auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, wenn, dann aber gleiches Recht für alle. Ja, um es zusammenzufassen, ich glaube, das hat man auch gemerkt, ich habe gar nicht so viel Angst vor dem internationalen Terrorismus. Ich glaube, meine größte Angst, die ich habe, ist, dass wir in diesem sogenannten Kampf unsere Demokratie nach und nach verlieren und die Freiheiten, die angeblich verteidigt werden sollen, gegen wen auch immer, nach und nach, Stück für Stück in der Salamitaktik aufgegeben werden. Und wir müssen uns die Frage stellen,
in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die regiert ist von Angst, oder in einer Gesellschaft, die regiert ist von Freiheit? Und ich weiß ganz genau, dass ich eines Tages irgendwann vor meiner Tochter stehen werde und die wird mich fragen, Mama, warum ist das eigentlich so? Warum muss ich mich mit Namen anmelden, wenn ich im Internet unterwegs bin? Mama, warum ist es eigentlich so, dass die Geheimdienste einfach den Internetverkehr mitschneiden? Und dann werde ich ihr das erklären müssen. Und sie wird fragen, ja, warum habt ihr nichts gemacht? Und ich glaube, ganz viele Kinder werden euch irgendwann fragen, warum habt ihr nichts gemacht? Und deshalb freue ich mich extrem, dass so viele Leute doch etwas gemacht haben und bereit sind, auch noch weiterhin etwas zu tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Danke.